Eine Gitarre, zwei Sängerinnen und eine geballte Ladung Musikalität. So kann man diese Münchner Band in Kürze beschreiben. Seit etwa 1,5 Jahren musiziert die charismatische Mutter-Tochter-Kombo als Blind and Lame. Ihre Musik gilt als Crossover-Reise durch die Welt des Swing, Gypsy oder Jazz. Eigentlich war der Name erst ein Spaß, aber irgendwie fanden wir ihn dann doch so prägnant. Vor allem wollen wir ja, dass wir nicht auf unsere Behinderungen reduziert werden, sondern wir wollen, dass es auch um die Musik geht. Deswegen dachten wir, wenn wir einfach uns Blind and Lame nennen, dann ist schon mal alles gesagt und dann kann man über die Musik reden. Kika, die Queen of Rhythm, treibt das Publikum auf ihrer Gitarre an und unterstützt mit ihrer warmen Stimme ihre Tochter. Lucy zieht mit ihrer virtuosen, erotischen Stimme und ihren Geschichten die Zuhörer in ihren Bann. Dabei lassen sich die beiden bei ihren Songtexten spontan inspirieren. Geht's um Liebe natürlich, um Schmerz, Trauer zum Teil. Was haben wir? Also eigentlich haben wir auch oft Lieder, die eigentlich mehr oder weniger Nonsens sind, weil wir oft den Text einfach lautmalerisch komponieren. Also wir haben eine Melodie und Akkorde und dann schauen wir, welche Wörter gut dazu klingen. Jetzt haben die beiden ihre besten Werke zusammengetragen und eine EP herausgebracht. Heute ist Release und wie könnte man das besser feiern als mit einem Konzert und einer Afterparty? Die Monaco Bagage eröffnet unseren Abend. Mhm. Sehr netterweise. Ja, sehr netterweise. Und dann wird unser Video auch präsentiert. Es gibt ein Konzert von uns auch und danach wird noch aufgelegt. Also man kann noch tanzen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, der muss sich auf die Socken machen. Das Konzert beginnt in 1 Stunde im Münchner Feuerwerk. Und für alle, die es nicht mehr schaffen, Blind and Lame gehen auch auf Tour. Wir haben noch einige Stücke im Petto. Und dann ist geplant, wenn das alles gut läuft, dass gegen Ende des Jahres ein richtiges Album rauskommt. Man findet uns auf blindandlame.de oder wenn man Blind and Lame auf Facebook eingibt, da haben wir auch eine Fanpage, auf der wir alle Veröffentlichungen und Informationen rausgeben.